Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem dritten Adventswochenende. Ja, ich habe mir jetzt auch mal einen Pulli besorgt, wurde auch langsam Zeit. Mir wurde dann doch mit T-Shirt hier in meinem kleinen Wetterstudio doch ein bisschen kalt. Ja, und Kälte ist das Stichwort. Winterlich kalt wird es auch in der nächsten Woche bei uns sein. Und dazu wird es vor allen Dingen so zur Wochenmitte nochmal hinsichtlich des Wetters interessant. Luftmassengrenze, Schrägstrich. Kleines Wellentief ist das Stichwort. Das Ganze wird jetzt konkreter. Und was das genau bedeutet, beziehungsweise wie die Modelle da aussehen, da schauen wir gleich ein bisschen genauer drauf. Ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, heute mal keine Wetterbilder zu zeigen. Die haben wir in den letzten Wochen immer schon häufig eingepflegt, aber ich bin um diese Bilder einfach nicht drum herum gekommen. Stefan war auf dem kahlen Asten und hat diese tollen Winterbilder dort aufgenommen. Tief verschneite Landschaft, Schnee in den Bäumen, dazu strahlender Sonnenschein, tiefblauer Himmel. Also einfach nur Winter Wonderland oben im Hochsauerland. Um diese Bilder bin ich einfach nicht drum herum gekommen. Nun, wir gucken nach vorne, wir gucken auf den morgigen Sonntag. Nochmal kurz zwei Sätze zum heutigen Samstag, denn da wird es nochmal gebietsweise ein bisschen schneien, meist nur so das Geflöckel. Etwas kräftiger wird es im südlichen Bayern schneien, hier durchaus auch mal länger anhaltender und kräftiger Schneefall, der morgen sich aber schon wieder so ein bisschen abschwächt. Ja, die Osthälfte des Landes gelangt jetzt doch in den Einflussbereich dieses Osteuropa-Tiefs, alles aber doch deutlich abgeschwächter als nochmal so in der letzten Woche von den Wettermodellen angedeutet. Das heißt, am morgigen Sonntag, so vom bayerischen Alpenrand hoch bis in den Nordosten, kann es aus dichter Wolkendecke dann halt immer mal wieder meist in leichter Intensität schneien. Sonst nach Westen hin mal einzelne Schneeschauer nicht ausgeschlossen, meist bleibt es aber niederschlagsfrei. Und dazu ist es teils mal trüb, hochnebelartig bewölkt, neblig. Gebietsweise wird sich dann aber auch im Laufe des Sonntags mal die Sonne durchsetzen, am besten wahrscheinlich im äußersten Südwesten Richtung Schweizer Grenze in Südbaden. Aber selbst hier mit Sonnenschein werden es allenfalls mal so kurz am frühen Nachmittag vielleicht mal leichte Plusgrade sein. Ansonsten ist es frostig, dauerfrostig, gerade nach Osten hin, teilweise nur so minus 2, minus 3 Grad. Nun blicken wir auf die neue Woche, auf den Montag und den Dienstag. Ja, und auch am Montag wird sich noch das Osteuropa-Tief bemerkbar machen. Es wird gerade so für die Nacht zum Montag angedeutet, dass über die Osthälfte noch mal so ein paar kräftigere Schneeschauer hinwegziehen könnten. Also wer Montagmorgen so in den Berufsverkehr muss, durchaus mal ein bisschen mehr Zeit einplanen, könnte durchaus mal hier und da ein bisschen problematischer werden, gerade so Richtung Brandenburg, aber auch in Sachsen. Also hier werden doch immer mal wieder diese Schneeschauer angedeutet, die von der Ostsee her so aufziehen und dann sich Richtung Süden verlagern. Am Montag selber werden die etwas abgeschwächter angedeutet. Hier kann es dann auch mal häufiger entsprechend dann auch mal niederschlagsfrei bleiben, denn das wird es in der Westhälfte sowieso sein. Hier macht sich allmählich so ein bisschen Hochdruckeinfluss bemerkbar. Das heißt hier trocken und teilweise erstmal noch ein bisschen Nebel oder hochnebelartige Bewölkung. Im Laufe des Tages wird sich aber dann vor allen Dingen in der Südwesthälfte teilweise richtig gut mal die Sonne durchsetzen. Es bleibt weiterhin kalt, vielerorts dauerfrostig und auch selbst wie gesagt mit Sonnenschein jetzt in der Dezembersonne wird es nicht allzu viel auf über 0 Grad gehen. Blicken wir auf den Dienstag. Da lassen dann auch im Osten und Nordosten die Schneefälle nach. Es wirkt dann auch hier so ein bisschen der Hochdruckeinfluss, wie es aber dann im Winter unter diesen Hochdrucklagen so ist. Gerade nach Norden und Nordosten doch teilweise relativ viel Nebel oder Hochnebel. Hier und da gibt es aber auch mal Chancen, dass es dann halt der Nebel oder Hochnebel verschwindet und sich die Sonne zeigt. Das wird wahrscheinlich gerade so über der Mitte, wird das sogar relativ gut im Laufe des Tages klappen. Was wir haben im Südwesten, hier kommen neue Wolken auf. Erstmal hohe Schleierwolken und das Ganze wird sich mehr und mehr dann im äußersten Süden und Südwesten verdichten und so zum späten Nachmittag und Abend kann es dann im äußersten Südwesten Richtung Schweizer Grenze dann schon anfangen zu schneien. Womit das zusammenhängt, werden wir gleich noch drauf schauen. Weiterhin kalt, vielerorts dauerfrostig und auch die Nächte, die werden auch richtig kalt und knackig werden. Wir schauen mal auf die Tiefstwerte der Nacht zum Dienstag und vor allen Dingen dort, wo es mal aufklart und auch noch Schnee liegt, zum Beispiel so im Mittelgebirgsraum, aber auch in Bayern. Da kann es richtig ja, zapfig werden mit Tiefstwerten von unter minus 10 Grad.
Ja, jetzt kommen wir zu unserer Luftmassengrenze, zu unserem kleinen wellenden Tief, was sich reinziehen soll zu uns. Wir gucken uns mal die Entwicklung jetzt nach dem ECMWF-Modell von heute Morgen an. Wir erkennen jetzt am Dienstagnachmittag zum einen, erstmal haben wir noch diese polare Kaltluft, die zu uns eingeflossen ist und uns weiterhin das kalte winterliche Wetter beschert. Auf dem Atlantik jetzt ein doch zunehmend stärkeres Tief und von diesem Tief soll sich nach dem ECMWF schon zum Dienstagnachmittag ein kleines Randtief Richtung Frankreich verlagert haben. Und mit diesem Randtief kommt dann etwas mildere Luft schon weiter Richtung Norden voran, während wir nördlich dieses Tiefs halt die Kaltluft haben. Und in der Nacht zum Mittwoch soll sich dieses kleine Tief dann schon so in Form einer Luftmassengrenze so in den äußersten Süden an die schweizer-österreichische Grenze verlagert haben. Und damit in Verbindung mit diesem Tief würde es entsprechend auch teilweise auch mal kräftigere Niederschläge, vor allen Dingen in Form von Schnee, aber eventuell auch als Eisregen und dann nach Süden hin auch Regen geben. Zum Mittwochnachmittag soll sich nach dem ECMWF dieses Tief dann schon Richtung Tschechien und Österreich ja praktisch dann abgezogen sein. Und dahinter würde dann wieder die entsprechende Kaltluft unser Wetter bestimmen. Das ist aber jetzt erstmal eine Berechnung. Wir gucken mal auf eine andere Lösung. Wir schauen nämlich mal auf das GFS, jetzt von Mittwochmittag. Und da hat das Ganze dieses Tief deutlich später drin, also erst am Mittwochmittag noch hier über Frankreich, etwas nördlicher. Hier so an der Grenze, ich sag mal so zu Luxemburg, nach Rheinland-Pfalz hin. Also hier würden die Niederschläge etwas später aufkommen und auch etwas nördlicher ziehen. Dann gucken wir nochmal auf das Icon-Modell. Das hat wirklich eine Extremlösung drin, also wirklich ein starkes Tief sehen wir hier Mittwochmittag über großen Teilen Deutschlands, würde richtig die Luftmassen vermischen und entsprechend ja auch starke Schneefälle relativ weit nach Norden führen. Ist aber meiner Meinung nach eher eine Außenseiterlösung. Wir werden das auch gleich nochmal uns bei den Schneehöhen ein bisschen genauer angucken. Jetzt möchte ich euch nochmal den möglichen Ablauf jetzt nach dem ECMWF zeigen, was da so im Einzelnen passieren könnte. Wir lassen mal eine Animation durchlaufen. Und erkennen so ab Dienstag, Nachmittag, Abend würden dann nach dem ECMWF im Süden dann Schneefälle einziehen oder aufziehen, die dann in der Nacht so über Bayern und Baden-Württemberg hin Richtung Osten ziehen. An der Südflanke dann durchaus mal, es kommt ja mildere Luft in der Höhe rein, durchaus auch mal die Gefahr von Eisregen. Richtung Mittwochnachmittag würde sich zumindest nach dem ECMWF das Ganze dann halt schon wieder abschwächen. Ja, und was könnte da in Sachen Schnee zusammenkommen? Wie gesagt, es gibt halt noch diese größeren Unsicherheiten. Das ist auch ganz normal bei so kleinen, wellenden Tiefs, Luftmassengrenzen, dass einfach jetzt noch, wie viele Tage haben wir noch? Vier, fünf Tage, noch immer nicht genau absehbar ist, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, also das Icon-Modell, wie gesagt, schießt den Vogel ab mit einem richtig breiten Schneestreifen, so über der nördlichen Mitte. Auch teilweise satte Schneefälle für Nordrhein-Westfalen rechnet das deutsche Modell. Ich wäre da mal sehr skeptisch und vorsichtig, nicht ausgeschlossen, aber das ist doch wirklich im Momentan eher eine Außenseiterlösung. Kein anderes Modell hat das Tief so stark drin und so weit nördlich drin. Wenn wir jetzt nämlich mal auf das GFS schauen, das hat das Ganze südlicher drin, zwar nördlicher als das ECMWF, aber so eher ein Streifen so von Rheinland-Pfalz bis nach Franken. Die Lage halte ich durchaus für durchaus möglich, wäre ja so diese Mittellösung. Bei den Mengen wäre ich jetzt aber ein bisschen vorsichtig. Wir haben es jetzt bei dem Tief über Osteuropa gesehen, da hat das GFS auch mit Schneemassen um sich geworfen. Also da bleibt noch ein bisschen Vorsicht, eher abzuwarten. Blicken wir dann auf das ECMWF. Das hat, wie gesagt, das Tief am südlichsten drin, auch eher am schwächsten und hier auch eher am unspektakulärsten, was die Schneemengen betreffen würde. Eher so im südlichen Bayern und Baden-Württemberg, dass hier mal vielleicht so 10, 15 Zentimeter in Sachen Schnee zusammenkommen würden. Also das müssen wir noch abwarten. Wenn wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen genauer drauf schauen. Ich habe noch überlegt, mache ich eine Tageskarte? Aber was hätte ich einzeichnen sollen für den Mittwoch? Macht alles noch keinen Sinn. Schauen wir spätestens dann morgen bzw. übermorgen drauf. Ja, wie könnte es dann entsprechend weitergehen? Das Tief soll nach allen Wettermodellen dann nach Osten abziehen. Dahinter gelangen wir wieder so in den Bereich dieser polaren Kaltluft. Allmählich allerdings unter Hochdruckeinfluss gelangen. Das heißt, nochmal ein paar Schneeschauer wären möglich. Es würde kalt bleiben und dann zum nächsten Wochenende soll sich dann zum vierten Adventswochenende dann zunehmend Hochdruckeinfluss bei uns durchsetzen. Das würde bedeuten, wie gesagt, weiterhin frostiges Wetter. Wahrscheinlich überwiegend trockenes Wetter, ein paar Schneeschauer von Norden her noch möglich.
Aber die Nächte werden halt auch weiterhin noch richtig knackig. Gerade da, wo Schnee liegt, wo immer das dann auch sein mag, könnte es halt auch wieder entsprechend strengen Frost geben. Was wir aber auch sehen, wenn wir hier auf die Karte vom ECMWF für Sonntag schauen, ist, dass so langsam der Atlantik auch ein bisschen in Gang kommt. Wir sehen jetzt schon ein relativ starkes Tief, schon mal so westlich von Irland. Und das würde so langsam dann mildere Luft auch schon mal Richtung Westeuropa, Richtung Frankreich und entsprechend der britischen Inseln führen. Gehen wir dann noch mal einen Tag weiter und schauen auf den Montag und vergleichen mal das ECMWF und das GFS. Und da sehen wir, beim ECMWF würde dann halt schon das Hochdruck, oder bei beiden Wettermodellen, das Hochdruckgebiet sich deutlich zurückziehen. Das Tief beim ECMWF schon auf die britischen Inseln übergreifen. Ich habe auch gerade noch mal mit dem Ensemble Mittel verglichen. Auch das hat die Entwicklung ähnlich drin. Und damit würde sich schon die mildere, zwar nicht die super mildere Luft, aber die milde Luft so allmählich dann schon nach Westen hindurchsetzen. Das GFS sogar noch etwas extremer, hat schon eine richtige, ja, Südwestströmung drin und hier eine Tiefdruckzone bis hoch nach Skandinavien. Und damit würde die mildere Luft schon bis, ja, hoch zur Ostsee, bis in den Ostseeraum vorpreschen. Also das wäre natürlich auch wieder so klassisch typisch, wenn es dann jetzt Richtung Weihnachten dann die Milderung kommt und kein richtig Winterwetter mehr uns erwarten würde. Muss man aber alles noch abwarten, ist nur ein erster vorsichtiger Trend dahingehend. Dieser Übergang dann zu milderer Luft könnte natürlich auch nochmal winterliche Begleiterscheinungen bringen. Also Anfang Schnee, eventuell auch Eisregen. Aber wie das dann alles aussieht, da müssen wir dann nochmal in nächster Zeit weiter drauf schauen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Samstag. Macht's gut.